So, jetzt könnte ich die verbessern. Das kostet mich auch nur... Das ist wirklich günstig. Mit 1100? Ich habe jetzt mit mehr gerechnet. So. Und es dauert auch gar nicht mehr so lange, wie ich es jetzt erwartet hätte. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie 7 Milliarden Jahre dauert das. Guck mal, da eine Piratenflotte da. Piraten! So, eigentlich könnte ich hier auch ein... Achso, du bist ja eh am Rumdümpeln und tust nichts. Dann kannst du auch mal dieses Thema erkunden. Vielleicht findest du noch was Lustiges. Titanbau. Ich bin mir unsicher, was ich davon halten soll, dass man auch die Sonderressourcen für die Schiffe braucht. Aber ich glaube, ich finde es nicht schlimm. Wenn ich ganz ehrlich bin. So. Das ist Terraforming. Ich finde es cool, würde ich meine Megastrukturen hier rechts auch noch im Outliner sehen. Na, wobei du brauchst noch. Ja, du brauchst. Mindestens eine Minute brauchst du noch. Und dann aber dann. Ach, stimmt, ich hatte ein L-Gate. Dann mache ich mal was. Damit, sobald ich mit dem L-Gate fertig bin, ich mich nicht umbringe. Ships upgraded. Und der Technologie. Genau, jetzt habe ich die Sternbasenkapazität E plus 1. Das heißt, es ist nicht schlimm, dass ich den da jetzt mitgenommen habe. So. Du brauchst am längsten zum Upgraden. Ships upgraded. So. Aber hat sich gelohnt. 5000. Ich glaube, dann bist du so ziemlich fertig, ne? Warte mal ganz kurz. Wie viele Korvetts hier einfach gebaut werden. Wumm. Richtig schön. Da werden auch welche gebaut und der baut jetzt die zwei Schlachtschiffe. Construction complete. Ich glaube, ich bin mir unsicher, ob es nicht besser wäre, wenn ich die auch umbauen würde. Ja, dass das quasi komplette Schiffswerften sind. Und stattdessen einfach die Ankerplätze hier weitermachen. Es ist, glaube ich, egal. Da geht mir halt eigentlich nur darum, dass ich mehr parallel bauen kann. So, das verbessern. Dann kommen hier Ankerplätze dran. Hier kann ich ein schwarzes Loch-Observatorium einsetzen. Aber zuerst kommen die Besatzungskammern, danach ein Logistik-Büro. Und danach kann ruhig schwarze Loch-Ding. Weil das gibt uns hier 10 Physikforschung. Was voll okay ist. Keine Beschwerden darüber. So, Schlachtschiff Nummer 1. Und da kommt Nummer 2. Bist du dann... Nee, du bist noch nicht fertig. Du brauchst anscheinend noch ein paar Korvetts. Oder eine? Warte, ich weiß jetzt nicht, wie viele... Also es kommen 2 oder 3 Korvetts von da hinten. Aber ich weiß nicht, wie viele du jetzt wirklich reinbekommst. Ich wurde wieder mal beleidigt. Könnt ihr bitte aufhören damit? Das tut weh. Ich habe auch Gefühle. Hast du starke körperliche Schmerzen? Oder siehst du einfach so aus, wenn du denkst... der Burn. Ich glaube, meine zweitliebste Beleidigung in dem Spiel, bin ich ehrlich. Oder schaust du einfach so aus, wenn du denkst? Ah, direkt da, wo es weh getan hat. Sollte vielleicht mir auch noch eine zweite Flotte beziehungsweise eine vierte Flotte ansetzen. Sollte die der große Spaß kommen, aka Endgame-Krise, wäre es vermutlich besser. So. Ja, so krieg ich jetzt deine letzte Korvette noch dazu und damit ist der voll. Flotte hat bereits die volle Stärke, genau. Und du bräuchtest... Stimmt, für dich sind nur noch die Titanen und die Schlachtschiffe übrig und na gut, die 8 Korvettes über. 8 Korvets, 8 Schmorvets. Interessanter wäre es, dem da seinen Titan zu geben. Wobei der auch noch 4 braucht. Na, wir sind jetzt stärkenmäßig mit der ersten Flotte so um 80.000 rum. So, jetzt muss die letzte Korvette noch ankommen, ne?
Ja, also wir sind so um 80.000 rum, ne? Dadurch, dass wir jetzt die Repeatable Tags einfach immer wieder durchgehen, geht das auch besser. Ne? Schauen wir mal ganz kurz unter Technologie. Ne, da geht die Feuerrate der Energiewaffen hoch, was halt die DPS erhöht und dann können wir den Grundschaden noch erhöhen davon. Na, also ist alles okay. Alles okay. So soll es sein, so kann es bleiben. Wo bist du, Landin? Ach, da ist Landin. Kann ich Landin nochmal verbessern? Erstmal nicht, ne? Brauch halt noch nicht die Flottenkapazität. Du kriegst jetzt schon das schwarze Loch Observatorium. So, dann nochmal zwei Ankerplätze. Achso, du schaust jetzt gerade die Sachen an, das ist neue Energie. Das ist kein die schlecht. Was? Komplizierte Wörter. Die Systeme sind gar nicht mehr so schlecht. Du bist gerade ein Quifter, ne? Kommst da nicht hin, weil. Oh! Ich habe ein nächstes Ziel gefunden. Ich hole mir deine Chele mal, ne? So. Ja, als Untertan. Das klingt nach lustigem Spaß. Warum sind hier eigentlich die Zahl rot? Das verstehe ich gerade nicht. 76.000. Kommen noch Schiffe nachgeflogen? Nee, ne? Das ergibt jetzt wenig Sinn für mich. Egal. Tribut verlangen. Ja. Mit Föderation einladen. Er sagt nein. Versalisierung. Ich glaube, ihr pflugt nur diese eine Welt, ne? Machen wir mal Krieg erklären. So, wie viel Stärke hat er? 2,5 sogar, das ist nicht mal wenig. Mehr Erkenntnisse. Ich kriege voll Erkenntnis. So, jemand hat die Grenzen zu mir geschlossen. Die integrieren sich gegenseitig. Achso, Iski hat die Grenzen zu mir geschlossen. Das bedeutet eigentlich so viel, wie dass ich die jetzt angreifen darf wieder, ne? Glaube ich, schau mal ganz kurz. Aber sind die 10 Jahre schon um? Der ist gerade eh in einem Krieg. Schade. Aber ja, ich kann den Krieg erklären. Ich kann leider nicht von ihm verlangen, dass er mein Tribut-Typ wird. Eiserne Faust, okay. Aber das ist auch okay. So, du. Weißt du, nichts kriegen meine Vasallen selber hin. Eieieiei. So. Ihr sag mal den Hallo. Achso, das ist einfach nur. Ach, das ist Racket. Das nehme ich mal für meinen Vasallen. So, und du kannst jetzt. Machen wir mal das eben schnell zu. Ich glaube, das ist Forschung 1, wo niemand mehr unterstützt, ne? Ja, dann machen wir mal da. Ach, Q ist der Hotkey dafür. Das wusste ich nicht. Forschungsschiff. Forschung unterstützen. Und dann gucken wir mal. Planetare Verbesserung. So, ich habe keine Häuser mehr. Das passt eigentlich alles, ne? Dann Drohnenproduktion einstellen. Den siedeln wir um nach Nahrung. So. Wie schaut das hier aus? Eigentlich ganz okay, ne? Wartungsdrohnen, Jobs sind da noch frei. Will ich es drauf anlegen? Nein. So, hier auf Energie 2 haben wir keine Dienstleistung mehr. Davon ging ich aus, dass was passieren wird. Dementsprechend bauen wir mal Wartungsdepots. Hier haben wir keine Jobs mehr. Ich kann das ruhig verbessern. Ich habe die Sorge, dass ich irgendwann nochmal eins der Gebäude durch ein Wartungsdepot ersetzen muss, aber ich habe momentan noch. Ich habe 4 auf dem Planeten. So, dann bauen wir hier zuerst einmal dich aus und dann
verbessern wir die drei Komplexe. Es kann sein, dass dadurch die Dienstleistungen in den Keller gestürzt werden. Schauen wir uns das erstmal an. Achso, ich habe hier noch mehr, wo Kram passiert. Du. Bei dir muss ich einfach darauf achten, dass die Leute voll werden. Und hier hatte ich nicht. Ich dachte, ich hätte hier ein Gebäude gebaut. Anscheinend dann ja nicht. Ne? Achso, doch, ich hatte hier die synthetische Kristallanlage gebaut, aber ich bräuchte noch eine exotische Gasraffinerie. Und dann kann ich hier die Distrikte auch verbessern. Das letzte Gebäude wird dann hier ein Wartungsdepot nochmal. Wir haben 2 auf dem Planeten, 3 bräuchten wir Minimum. So, dann haben wir uns darum gekümmert und schauen jetzt mal zu, was... Ihr könnt doch nicht einfach so überrannt werden von irgendeinem Hammel, ey, Guys. Ihr habt doch auch eine Flotte, eure Flotte ist Müll. Um fair zu sein, das kommt davon, wenn ich quasi alles und jeden angreife. Construction complete. So. Ich würde jetzt gar nicht sehen, was ihm geschieht. Wohin möchtest du? Der möchte direkt zu mir durchfliegen, ne? Wenn ich jetzt wüsste, wo Wumga war. Ach nee, da unten möchte er hin. Ah, okay. Enemy Station engaged. So, einmal die geflippt. Wumga. Oh Gott, wenn immer War Declared kommt, kriege ich so ganz klein. Herzriss. So, wie lange gebraucht? Ach, die sind noch immer im Kampf drin. Wunderbar. Ne, da ist die Feuerrate hochgegangen. Der hat jetzt leider nicht so viel Stärke, wie ich mir gewünscht hätte. Aber der Schaden, ne, wenn wir den hochsetzen, ist einfach quasi gut. Besser quasi. Achso, ich glaube, ich habe einfach mehr Stärke, wenn ich innerhalb meines Gebiets bin, ne? Das zählt dazu. So, flip die Station. Do it. Just do it. Kannst du die Station flippen? Ha, so. Dann kannst du dich einmal hier drum kümmern. Beziehungsweise sogar dann hier auf Wagek. Wagek, Wagek. Ein bisschen Bomberman spielen. Zur Wohnung haben wir aber sogar genug. Dienstleistung gehen auch klar. Sind halt noch 4 Bergbaudistrikt-Jobs frei. Aber das geht auch. Wenn die Forscher... Warte, ihr seid... Werdet ihr zu den Stufe 2 Dinger gemacht? Ja, ne? Der ist aber noch ein Stufe 1 Teil sogar. So, das ist noch eine Erkenntnis, die wir bekommen. Also so viele Erkenntnisse, die wir heute machen. Enemy Station engaged. Gut, das sind immer diese erfrischenden Kriege. Ne, nimmst du eine 70.000er Flotte, rollst ein bisschen über die Gegner drüber. Was sollen sie tun? So, wollen wir noch einen Landwirtschaftsdistrikt? Ich habe momentan 3 hier. Das sind 27 Butzen. Das heißt, ich müsste hier nochmal eine Schwarmbaute hinsetzen. Dass ich das mit Schwarmdistrikten ersetzen kann. Oder dass sie die Schwarmdistrikte ersetzen kann. Durch Landwirtschaftsdistrikte. Weil ich das jetzt so nicht tue, weil sonst wird gleich rumgemeckert, dass sie keine Dienstleistung mehr haben. Gut. Wer hat mich beleidigt? Ihr. Okay. Okay. Wie stark ist dieser Planet? 400. Also doch schon ein bisschen länger als 5 Sekunden drauf verhalten.
So, kriegst du deinen Titan? Nein, noch nicht. Nee, du hast schon den Titan, ne? Nee, du hast den Titan noch nicht. Gut, ist die Frage, wie viele Titanen kann ich momentan unterstützen? Wenn ich jetzt noch einen Titan reinsetze? Vier Schiffe der größte Titan unterstützen. Ah, dann würde das in der Flotte sehr gut passen. Einfach ein paar Schlachtschiffe dazu. Und den Rest mit Korvetts auffüllen. Wobei, machen wir mal auf 20 Schlachtschiffe. Den Rest mit Korvetts auffüllen. 54.000. Könnte ich das alles verbessern. Aber dafür habe ich nicht mal die nötige Stärke. Also Flottenstärke. Beziehungsweise Flottenkapazität so rum. Um das zu halten. Ah, du hast keine Wohnung mehr. Schwammbauten. Und keine Dienstleistung. Was verkaufst du, mein Freund? Ein Stern der Kreuzer? Nein, tschüss. Construction finalized. So, es ist halt irgendwie schon schade zu sehen, wie das einfach alles schmilzt. Ach, die haben Roboter auf dem Planeten. Schauen wir mal. Nicht fühlende. Ach, die haben dann noch irgendwelche anderen Typen auch. Ach. Was denn nicht alles existiert? Ach, guck mal, da hat er gleich auch nur noch Angriffsarmeen. Ich warte einfach, bis er auf 100 runter ist. Das ist jetzt so ein Krieg. Da muss ich jetzt nicht unbedingt viele oder nicht mehr Leute sterben sehen haben. Als nötig. So, den Armeeschaden nochmal waffen. Aber die Angriffsarmeen sind halt Futter. Ach, der hatte sogar noch eine. Der baut die sogar nach gerade. Der versucht also aktiv mir auf die Nerven zu gehen. Es tut mir aber sehr leid für dich, das funktioniert so nicht. Commencing Workforce Liberation. Also das müsste jetzt zu einem bestmöglichen Auskommen direkt kommen. Außer natürlich, da passiert nochmal irgendein Blödsinn. Ja, du hast keine Planeten mehr, ne? Genau. Dann lasse ich dich erstmal noch in den System, bis mir das Spiel das automatisch sagt. Vielen Dank. Und du darfst nach Hause. Nice. Wir haben noch einen weiteren Untertan. Achso, du kannst sogar erstmal... Kümmere dich mal um den Piraten. Komm, wie wär's damit? Dann haben wir den auch endlich mal weg. So. Das war die Station und das war der Rest. Naja, man soll mir nicht irgendwie vorwerfen, dass ich mich nicht um meine Leute kümmere. Legierungsgießereien. Ich krieg damit 3 neue Jobs. Ich brauche noch ein paar mehr Schwarmdistrikte hier, ne? Auf jeden Fall. Wartungstonmäßig geht das aber noch alles schön auf. Vielleicht... ja, komm, ich ersetze das Leichbecken hier auch schon mal durch ein Wartungsdepot. Ja, dadurch, dass wir hier über 50 Leute oder... über 100 Leute haben werden, lohnt sich das dann doch. Welcher Vollassig? Ich habe 12 Jobs auf Wartungsdepot. Ich werde darüber auch nicht aufhören, rumzujammern. Für die, die sich endlich denken, Goddammit, halt den Mund. Die haben es verstanden. Nö. Nice. Die hat nur noch der Titan gefehlt. Oh, und das kann ich mir nicht leisten. Wie schaut das denn mit meinem... Dingens aus in meiner Sphäre. Die ist fast fertig. Also das Gerüst zumindest. Wenn ich auf den Markt gehe, darf man jetzt einmal ganz kurz. Nee, nicht auf Plus. Ich will mal das Falsche drücken zuerst. So mache. Der Preis ist ja gerade günstig.
Jetzt nicht mehr. Och, das ist ja günstig. Puh, alles weg. Insgesamt gekaufte Legierung 33.240. So, das wird aber seinen Unterhalt erhöhen, meine ich. Ne? Also von der Sphäre. Auf was wird denn der jetzt hochgehen? Weil ich werde definitiv noch kein Return Value bekommen. Achso. Übrigens, so schaut es dann aus. Ich finde, ich muss halt wirklich sagen, das Spiel Stellaris ist unglaublich hübsch. Das wird höchstwahrscheinlich im Stream nicht ganz so schön angezeigt, wie ich das jetzt sehe. Aber man sieht hier einfach die einzelnen Winde, Solarwinde, die sich da bewegen und sowas. Das ist halt echt cool. Ja. Wissenschaftler hat Stufe 5 erreicht. Okay, da sind ganz viele Kampagnen ausgelaufen. Drohnenbildung, Kriegdrohnen, Netzüberlastung, Produktionsziel. Ich kann sogar die Agrarsubventionen jetzt seit ewigen Zeiten mal wieder aktivieren. Die Megabauwerke aus lebendem Metall sind auch interessant. Ist jetzt die Frage, wie sehr beeinflusst das jetzt meine Nahrung? Gar nicht mal so sehr. Doch. Auf 210 hoch. Oh. Ups. Achso, ich habe auch relativ viel Einigkeit momentan, ne? Da könnte ich doch höchstwahrscheinlich auch unter nein. Erlasse. Ja, wenn ich hier runter scrolle. Forschungsgeschwindigkeit hoch. Verteidigungskrieg. Baugeschwindigkeit, Megastruktur, Baugeschwindigkeit, Planeten geht hoch. Monatliche Mineralien plus 33%. So, wir sind jetzt bei 256. Schauen wir mal. 510. Für die, die sich jetzt wundern, hä, aber das ist doch jetzt gerade mehr als 50 mal so viel, also mehr als 50, das Doppelte obendrauf. Ich produziere momentan 2000 Mineralien im Monat. Beziehungsweise davor halt dementsprechend ein bisschen weniger, also so 1400 oder so, 500, keine Ahnung. Ich bin nicht gut in Mathe und ich verkaufe halt im Monat 400 Energiecredits. Ich würde halt wirklich ganz gerne die Dyson-Sphäre verbessern. Dementsprechend verkaufen wir, zerstören wir einfach den Markt noch ein kleines bisschen weiter. Davon 1000 verkaufen, davon kann ich auch nochmal 1000 verkaufen. Das lebende Metall will ich jetzt nicht unbedingt 1000 verkaufen. So, da kann ich auch nur, oder da wird mir angeboten erstmal, dass ich nur 500 verkaufe. Ich kann jetzt noch ein bisschen warten, dass der Preis zumindest weiter runter geht. Was ist mein Cap von Energiekredit? 82.000. Manche mögen vielleicht sagen, das ist exzessiv, aber ach, exzessiv, schmexzessiv. Ist doch vollkommen okay hier. So, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Wohnungen. Das geht aber noch immer nicht auf. Ich bräuchte noch ein paar mehr Wohnungen. So, machen wir mal so. Bauen wir dann noch einen Schwarmdistrikt einfach dran. Die Agrarwelt funktioniert. Es funktioniert halt. Ich glaube aber, ich brauche nochmal Wartung. Ich brauche, glaube ich, keine Wartungsdepots. Sollten die Drohnen mal endlich hier ihren Hintern in Richtung sinnvoll verschieben. So, hier kommt dann auch nochmal ein Schwarmdistrikt hin. So, ich nehme einfach mal die Jobs von den Bergbaudrohnen runter, dass ich hier die Dienstleistung mehr habe. So, mit 35, ja, es geht. Ich glaube, ich brauche aber vielleicht doch noch ein Wartungsdepot. Ich habe hier kein Nee, ich habe 4 Wartungsdepots. Dann sträube ich mich dagegen. So. Befehlslimit Flotte, Flottenkapazität. Befehlslimit Flotte hoch. Ach, wir kriegen gleich auch nochmal 2 Sachen. Da gibt mir die Energiewaffen. Wäre halt cool, gäbe es irgendwie einen Erlass, der mir mehr Legierung geben würde. Aber da kann.
da kann ich verstehen, wenn das vielleicht doch ein bisschen zu stark wäre, ne, dass das nicht existiert. Ich meine, für mich persönlich, was ich an solchen Spielen liebe, ist halt diese Machtfantasie, dass du einfach so stark werden kannst wie kein zweiter. Ich werde der Allerstärkste sein, wie keiner vor mir war. Der Preis geht noch immer weiter runter. Also, es freut mich. Was könnt ihr uns anbieten? Wir geben euch 150 exotische Gase, wenn ihr uns 15 Zro gibt. Zro haben wir bisher noch nicht gehabt. Nicht interessiert, danke. Upp, Preis in die Höhe geschossen. War ich nicht. So, dann warten wir jetzt mal drauf, dass der Preis wieder ein bisschen runtergeht. Na, war ich nicht. Sagt, die jammern gerade wegen Arbeitslosigkeit, weil ich die Bergbaudistrikte weggeräumt habe. Ja, das wird sich gleich noch verbessern. So. Na, weil da sind jetzt instant die Verstandsdrohnen hochgegangen. Der Planet alleine macht mir 600 in allem. Wenn ich auf meine Forschung schaue. Der Planet alleine ist dafür verantwortlich, dass meine Physik und meine Ingenieursforschung auf 600 liegt. Das heißt, mehr als 50%. Die machen knapp 2/3 aus. Die zweite Welt, auf der ich forsche, ist hier quasi auf meiner Hauptwelt nur. Oh, mir ist ein Admiral gestorben. Schade. Der Aufklärer ist ganz gut. So, jetzt haben wir die nötigen Legierungen. Das bedeutet, ich kann das hier mal fertig oder weiterbauen. Nun, dann sind hier die ersten Gerüste. Und danach produziert das Ding mir auch ein kleines bisschen Energie. So, das ist momentan bei 3,6. Wenn ich jetzt hier unter Erlasse gehe, dann einmal Megabauwerk aus dem Metall und dann architektonische Renaissance. 1800. Das geht. Ja. Beschwere ich mich nicht. So, ich könnte eigentlich mich auch hier endlich um die Wildlings kümmern, aber die sind irgendwie so ein natürliche Road Barrier, die ich nicht anfassen möchte. So, noch. Also klar, die haben mich ein bisschen häufig angemeckert und gesagt, hey, gib mal all dein Geld. Aber ach, der wurde nicht schon ausgeraubt. Wenn ihr ausgeraubt worden seid, geht bitte damit zu den Behörden. Was wollte ich hier drauf bauen als letztes? Ich glaube, ich wollte noch ein Wartungsdepot bauen, ne? Ja. Dann bauen wir noch ein Wartungsdepot und ein Schwarmdistrikt, Generatordistrikt, Bergbaudistrikt. Na, weil die Welt ist so ziemlich egal, was ich hier drauf baue. Noch zum Rest. Ja, dann balanciere ich einfach die Generator- und Bergbaudistrikte hier aus. So, das wäre 1, beziehungsweise 4, 5, 6, 7. Und dann sind beide auf 7. Und dann wäre das das. Okay. Okay, okay. Dann lassen wir das jetzt erstmal bauen. Ist halt... Ich werde nicht aufhören, darüber zu jammern, bis das irgendwann mal gescheit gemacht wird. Wollte ich nicht ein Wartungsdepot bauen?